lange sehnt, teilweise ganz schön heiß diskutiert, aber die gute Nachricht, die Baustelle in der Neutorgasse schreitet voran. Bald werden wir mit der Neutorlinie hier durchfahren können. Sie ist wichtig deswegen, weil wir endlich die Innenstadt, nämlich die Herrengasse, entlasten können und wir können den Takt erhöhen. Künftig wird durch die Neutorgasse die neue Neutorlinie fahren. Insgesamt wird dieses Straßenbahnprojekt aber noch mehr sein für unsere gesamte Innenstadt. Sie wird nämlich zur Aufenthaltsqualität beitragen mit mehr Bäumen, mehr Gehwegen, Fahrradwegen und Sitzgelegenheiten. Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Baufortschritt. Das liegt vor allem auch daran, dass das Projekt sehr gut vorbereitet wurde und die Kolleginnen und Kollegen von der Holding und der Stadt Graz hervorragend kooperieren. Die größten Herausforderungen von dieser Innenstadtbaustelle liegen naturgemäß darin, dass sehr wenig Raum vorhanden ist für die Manipulation und auch für die Arbeiten selbst. Das heißt, diese Organisation auf beengtem Raum, verbunden mit sehr vielen Interessen und Nutzungsüberlagerungen, sind zu bewältigen und das gelingt aber unserem Team sehr gut. Die Neutorgasse wird Mitte nächsten Jahres im Juli abgeschlossen werden. Sie präsentiert sich dann als prächtiger Boulevard. Das heißt, der öffentliche Raum wird neu verteilt. Die Fahrzeuge teilen sich in einer Mischspur mit den Straßenbahnen quasi den Fahrbahnbelag. Und daneben können auf der Ostseite eine Baumreihe unter Erhaltung der bestehenden Bäume plus ein neuer Fußradweg und eine Verbreiterung der Gehsteige erfolgen. Es geht voran und ich freue mich, dass wir in jeder Phase dieser sehr aufwendigen Baustelle innerhalb des Zeitrahmens geblieben sind. Schon im November können wir den Radetzky-Spitz eröffnen. Dort wird nämlich dann alles wie vorher sein. Die Busse werden wie vorher fahren. Es war viel Aufregung am Opernring. Da wird es Beruhigung geben. Dann geht es weiter hier in die Neutorgasse. Ab Juli 2024 wird die Neutorgasse zumindest von Nord nach Süd befahrbar sein. Und alle, die hier ein Ziel in der Innenstadt haben, können wieder die Innenstadt erreichen. Zu Fuß natürlich immer mit dem Fahrrad, aber auch mit dem Auto.